Lass uns einen kurzen Moment beten nach so viel freudiger Action und dann starten wir rein. Heiliger Geist, sei herzlich willkommen heute Morgen, unser Lehrer zu sein. Wir begrüßen dich in unserer Mitte, wir empfangen deine Gegenwart. Komm, gebrauch du heute Morgen meine menschlichen, schwachen Worte, um was von deiner Geschichte zu erzählen, um uns Augen zu öffnen für das größere Ganze. Das bitten wir dich im Namen von Jesus, unserem Herrn. Amen. Ihr Lieben, wir haben gestern und vorgestern ein bisschen mehr gesprochen über die Herzenshaltung, über das, was in uns vorgeht, wenn wir uns Gott nähern. Ich will euch heute Vormittag, ich habe den Titel genannt, der Masterplan, mitnehmen in ein größeres Bild. Ich möchte euch ein bisschen wie eine größere Landkarte aufzeigen, die es dir hilft, dich zu orientieren. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie in einem Krieg, wenn ein einzelner Soldat irgendwo an einer Front kämpft, der sitzt irgendwo in seinem Schützengraben, der sieht nur, da drüben sind die anderen und manchmal schieße ich und manchmal schießen die anderen. Für diesen Soldat ist es unglaublich wichtig, immer mal wieder zu hören, wie ist denn der Gesamtverlauf. Er muss wissen, zum Beispiel, sind wir im Rückzug begriffen? Oder befinde ich mich vielleicht in einer ganz strategischen einzelnen Position, die es unbedingt zu halten gilt? Und erst wenn er das weiß, macht sein kleiner Tag für Tag Kampf auf einmal Sinn. Und sowas Ähnliches möchte ich mit euch heute Vormittag machen, so eine augenöffnende Perspektive, und zwar auf ein Thema, das für viele von uns nicht so vertraut ist, obwohl es mal eigentlich das Thema Jesu schlechthin ist. Worüber hat denn Jesus eigentlich von Anfang an als zentrale Botschaft gesprochen? Er hat von Anfang an gesprochen vom Reich Gottes. Jetzt, was ist das Reich Gottes und was hat das mit uns zu tun? Das Reich Gottes ist ein bisschen die Situation, die am Anfang vor dem Sündenfall geherrscht hat. Lass uns erstmal kurz überlegen, was ist denn ein Reich überhaupt? Ein Reich bedeutet, das ist das, wo ein König oder ein Regent herrscht. Das Reich Gottes ist nichts anderes als der Zustand, wo Gott herrscht. Wir haben schon gehört, dass wir heute in einer Welt leben, wo alles Mögliche auch in unserem eigenen Leben herrscht. Im Reich Gottes ist Gott der, der herrscht. Und dieses Reich steht auf zwei Grundlagen. Und die erste Grundlage ist die, dass Gott erkannt wird. Ich gehe da nicht ins Detail mit euch hinein, aber wenn du mal den Römerbrief durchliest, das ist der Brief, in dem Paulus eine Zusammenfassung vom Evangelium präsentiert, dann wird dir auffallen, dass das Grundproblem, das Paulus benennt, das Grundproblem der ganzen Welt folgendes ist. In Römer 1 schreibt Paulus, obwohl Menschen eigentlich eine Chance gehabt hätten, Gott durch ihren Verstand zu erahnen, einfach deshalb, weil die Werke der Schöpfung von ihm erzählen, haben sie trotzdem sich geweigert, ihn anzuerkennen. Und wörtlich klingt es dann so. Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. So, und obwohl das der Fall war, haben Menschen sich geweigert, Gott zu erkennen. Die Bibel sagt, wenn du mit unverhärtetem Herzen, wenn du mit offenem Herzen die Werke der Schöpfung anschaust, kannst du zu dem Schluss kommen, es gibt Gott. Und Paulus sagt, aber aufgrund einer
Verblendung und Verhärtung des Herzens erkennen Menschen Gott nicht. Dass Gott erkannt wird, ist das eine Element seines Reiches. Das zweite ist, dass er angebetet wird. Im Buch des Propheten Maleachi, das ist einer der Propheten im Alten Testament und der ganz am Schluss vom Alten Testament steht, lesen wir eine interessante, faszinierende Prophetie. Und die gibt einen Ausblick auf diese ideale Situation, wenn Gott erkannt und angebetet wird. Gott spricht. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang steht mein Name groß da bei den Völkern. Und an jedem Ort wird meinem Namen ein Rauchopfer dargebracht und eine reine Opfergabe. Ja, mein Name steht groß da bei den Völkern, spricht der Herr der Heere. Ja? Das ist die Situation, von der Gott sich eigentlich wünscht, dass sie in jeder Nation der Fall wäre. Jetzt, wie wir wissen, ist das heute nicht so, aber es ist entscheidend wichtig zu wissen, dass dieser Zustand, also dieser Zustand, wo Gott König ist, wo er der Mittelpunkt eines Lebens ist, wo er der Mittelpunkt einer ganzen Nation ist, wo er der Mittelpunkt einer Familie ist, wo er der König ist über ein menschliches Leben, das ist nicht eine Situation, die für den Menschen bedrückend ist, die den Menschen unfrei macht, sondern das ist die Situation, die perfekt ist für den Menschen. Okay? Das Reich Gottes ist eigentlich ja, die einzige Situation, wie wir Menschen wirklich gut funktionieren, weil wir dafür gemacht sind. Nun, was passiert ist, wie ihr wisst, ist, dass Menschen sich geweigert haben, Gott anzuerkennen und Gott anzubeten und dass deshalb auch die Herrschaft Gottes über der Erde, die er dem Menschen anvertraut hatte im Garten, verloren gegangen ist. Das wissen nicht viele, aber unser Planet ist im Moment nicht vollständig unter der Herrschaft und unter dem Befehl Gottes, sondern auf dieser Welt passieren Dinge, die Gott so nicht möchte. Das ist der einzige Grund, warum Jesus uns beten lehrt, dass sein Reich kommen soll, dein Reich komme. Und Jesus selber tritt auf und er hat welche Botschaft? Er hat die Botschaft, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Es ist sehr wichtig zu sehen, was hier passiert. Jesus tritt auf, nicht nur mit der Botschaft, Freunde, bitte ändert jetzt euer Verhalten. Und ich habe einige wichtige Prinzipien, die es jetzt umzusetzen gilt. Vielmehr sagt Jesus, mit mir, in mir, kommt das Reich Gottes. Jesus hat nicht Wunder gepredigt. Die Wunder waren nur Beispiele für das, was Reich Gottes ist. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes bricht jetzt an. Und als er gestorben ist und auferstanden ist, hat er seinen Jüngern, nämlich uns, den Auftrag gegeben, genau das Gleiche weiter zu verkünden. Hier steht nicht, kehrt um, denn eines Tages kommt das Reich Gottes, obwohl das auch stimmt. Auf das kommen wir gleich. Aber Jesus hat die Menschen in der Ist-Zeit, in Präsenz, konfrontiert, hat gesagt, du hast jetzt die Chance, einzutreten in das Reich Gottes. Das Reich Gottes wird jetzt für dich verfügbar, aber du musst dafür umkehren, du musst dafür kapitulieren. Aber die Hauptbotschaft von Jesus war von Anfang an das Reich Gottes. Als Jesus schließlich in den Himmel auffuhr, gab er seinen Jüngern einen berühmten Missionsbefehl. Und dieser Missionsbefehl lautet, geht hinaus
in die ganze Welt. Und er hat diese Botschaft nicht mit sich mit in den Himmel genommen, sondern er hat sie einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen anvertraut. Und diese ganz bestimmte Gruppe, die male ich jetzt mal so hin, diese ganz bestimmte Gruppe, der traute der unglaublich viel zu. Er hat gesagt, ihr seid das Licht der Erde. Ihr seid das Salz der Welt. Schau mal her, wenn du den Planeten Erde anschaust, wenn du unsere Welt anschaust, die gebrochen ist in so vielerlei Hinsicht, wo so viele ungute Sachen passieren, so, Erde stark vereinfacht, kann man sich überlegen, Herr, was lässt du dir denn einfallen? Was ist denn dein Plan, um diese Erde zu erreichen? Und Jesus sagt, das ist mein Plan. Mein Plan sind Menschen. Mein Plan sind meine Jünger. Mein Plan ist meine Gemeinde. Mein Plan ist meine Kirche. Er könnte das anders machen. Er könnte irgendwie einfach Engel vom Himmel schicken oder Bibeln regnen lassen. Er tut das nicht, sondern er hat Menschen berufen wie dich und wie mich. Und er hat zu ihnen gesagt, ihr geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt. Denn ihr seid Salz und Licht. Ihr seid Salz und Licht. Man kann diese Funktion der Verkündigung des Evangeliums vergleichen mit dem Dienst eines Heroldes. Kurz übersetzen. Was heißt denn Evangelium eigentlich? Jesus sagt, hey, dieses mein Evangelium wird allen Völkern gepredigt oder das Evangelium vom Reich. Ein Evangelium war der Beschluss des römischen Kaisers. Oft sagen wir, das ist die Frohbotschaft. Das stimmt zwar auch, aber das Wort, wie es damals gebräuchlich war, war, der Kaiser hat eine Depesche erlassen und die wurde im ganzen Reich verkündigt. Das ist die neue Ordnung. Ab jetzt gilt ein neues Gesetz. Kaiser Augustus hat befohlen, dass ab jetzt so und so gehandhabt wird. Das ist ein Evangelium. Das ist im Übrigen auch der Grund, dass die Machthaber der damaligen Zeit gar nicht so erquickt waren, wenn jemand wie Paulus ein Evangelium gepredigt hat oder davon sprach, dass Jesus König ist. Vielmehr war ein Aufruhr in einer Stadt, denn es hieß, denn dieser verkündigt, dass ein anderer König ist, nämlich Christus. Das heißt, die Mächte, die diese Welt beherrschen, erzittern immer, wo das authentische Evangelium Jesu Christi mit Vollmacht verkündet wird. Denn sie spüren, dass da eine Konfrontation ist. Jetzt bist du vielleicht eher friedlich veranlagt und das ist auch okay, aber wir müssen wissen, dass Jesus von Anfang an in dieses Bild von möglichen Konfrontationen sprach. Die erste Konfrontation ist, dass Jesus sagt, naja gut, aber was ist, wenn die hier ihr Salz verlieren, wenn das Salz nach nichts mehr schmeckt? Alles, was Jesus über die Effektivität von denen hier sagt, hat mit Gebet zu tun. Jesus sagt, das Problem ist nicht, dass es hier nicht viel zu tun gäbe. Die Felder sind weiß zur Ernte. Aber ihr müsst beten, dass der Herr Arbeiter in die Ernte sendet. Also wenn hier zu wenige sind, ist die Antwort Gebet. Und dann sagt Jesus, bleibt in mir und ich in euch, dann bringt ihr reiche Frucht. Das bedeutet, wenn die hier keine Frucht bringen, woran liegt es? Dass sie nicht in Jesus geblieben sind. Also auch das hat mit Gebet zu tun. Nicht nur, aber auch. Freunde, was wir hier tun, Gebetsbewegung und Gebetshaus, das ist nicht ein Gegenmodell zu Kirche oder Gemeinde oder ein Gegenmodell zur Mission. So die einen verkündigen das Evangelium, die anderen sperren sich ein und singen. Nein, 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 nein. Das ist Jesu großer Masterplan. Aber wir glauben, dass dieser rote Pfeil
nur effektiv ist, wenn dieser rote Punkt salzig ist. Okay? Das ist unsere Rolle in diesem Bild, denn jeder von uns, jeder Christ hat Teil am sogenannten Missionsbefehl. Jeder Christ hat eine Berufung, mit dafür Sorge zu tragen, dass dieses Reich Gottes sich ausbreitet. Ich nenne das den Masterplan. Im Sinne von, es ist der große Plan des großen Meisters, des großen Masters. Wir hören auch von weiteren Widerständen. Wir hören zum Beispiel, dass es da sowas gibt wie Gedankenfestungen, von denen Paulus spricht, die wie Bollwerke sich aufrichten und so. Und all diese Sachen, hier ist eine Konfrontation. Es geht nicht immer leicht. Manche Leute klagen auch und sagen, Johannes, seit ich so intensiv mit dem Herrn gehe, bekomme ich auf einmal Anfechtungen. Und manche Leute mögen mich nicht mehr. Da bin ich immer versucht zu sagen, du weißt du was? Das ist gut. Denn wenn du in einem Kampf bist und jemand schießt zurück, dann ist das ein gutes Zeichen, weil dann heißt es, du schießt in die richtige Richtung. Weil wenn du ein paar Tage lang schießt und da kommt nie einer, der zurückschießt, das ist zwar nett für dich, aber du schießt in die falsche Richtung. Ja, und es gibt nicht wenige Gläubige, deren höchstes Ziel ist es, in den Himmel zu kommen und ihr Leben mit Jesus zu überleben. Und das ist okay, aber du lebst unter deinem Niveau. Du bist erschaffen, Teil eines Königreichs zu sein. Du bist erschaffen, Teil eines Masterplans zu sein. Du bist erschaffen, Teil einer großen Geschichte Gottes mit diesem Planeten zu sein. Und weißt du, wo diese Geschichte hinläuft? Sie läuft dorthin. Im Buch der Offenbarung des Johannes, also ein prophetisches Buch, steht ganz am Ende der Bibel, hören wir folgenden Ausblick. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die riefen, nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Gesalbten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Es hat sich noch nicht wirklich herumgesprochen, aber Gott hat nicht nur Interesse daran, dass Menschen in den Himmel kommen. Gott hat auch Interesse, auf die Erde zu kommen. Das bedeutet, hier steht nicht, Gott ist jetzt im Himmel und die Erde, die atomar explodiert, alles kaputt. Nein, Gott hat einen Plan für alle Völker, Nationen und Kontinente dieses Planeten, dieses echten, real existierenden Planeten, der aus Nationen besteht, der aus Landschaften, Gebirgen, Sprachen, Kulturen besteht. Wir lesen es auf wunderschöne Weise, wie sehr betont wird diese Sehnsucht Gottes, aus allen Völkern Leute zu versammeln. Offenbarung 5, 9, das ist ein Lobpreislied, hier wird an Jesus gesungen. Denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erworben aus allen Stimmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern und du hast sie für unseren Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden auf der Erde herrschen. Das ist die Sehnsucht Jesu aus allen Völkern, Stämmen und Nationen und Sprachen. Und Freunde, das hat damit zu tun, dass Jesus Sehnsucht hat, dass diese beiden Realitäten wahr werden, dass er erkannt wird in jeder Nation und dass, wie Maleachi 1 sagt, Weihrauch des Lobpreises aufsteigt von ihm in jeder Nation. Ich komme gerade zurück von einem internationalen Treffen, wo Bibelübersetzer, Missionare und Gebetshausgründer sich weltweit getroffen haben. Und wir sind in einer Position der Geschichte, dass es etwa noch, nur noch 10 Jahre dauert, bis die Bibel in allen Sprachen der Menschheit zumindest teilweise verfügbar ist. Denn es gibt auch heute noch jede Menge Sprachen, die Menschen sprechen, und in diesen Sprachen gibt es noch nicht das Evangelium.
Und so haben wir als Gebetsbewegung uns mit diesen Bibelübersetzern zusammengeschlossen und gesagt, wir wollen dafür beten, dass dieses Ziel erreicht wird. Und jetzt nach einem Jahr haben die uns rückgemeldet, sie haben unglaubliche Sachen erlebt in diesem Jahr. Es war das schnellste Jahr von Bibelübersetzung, das sie je hatten, wo große einzelne Dienste sich zusammengeschlossen haben, um gemeinsam effektiver zu sein. Und jetzt denkst du dir, na gut, jetzt haben da irgendwelche afrikanischen Stämme die Bibel. Genau, jetzt haben irgendwelche afrikanischen Stämme die Bibel. Und weißt du, was vor ein paar Monaten in irgendeinem kleinen afrikanischen Stamm passiert ist? Die Frau hat es mir selber erzählt. Dieser Stamm hat gerade das Johannesevangelium als erste übersetzte Ding in ihrer eigenen Muttersprache als Audiobibel bekommen. Die lesen nicht. Okay, die bekommen das mit Solarzellenempfänger, dass sie es anhören können. Und dann ist an dem Tag eine Frau aus dem Stamm ertrunken in einem Fluss. Und dann haben sie die rausgefischt und die hatten das gerade gehört, das mit Lazarus und so. Und haben die gedacht, das ist eigentlich eine gute Idee. Und dann haben sie diese Bibelstelle in ihrer Muttersprache zum ersten Mal Bibelworte in ihrer Muttersprache gesprochen, über diese Frau gebetet und die Frau wurde von Toten erweckt. Ja. Das ist erst ein paar Monate her. Freunde, ich könnte euch Geschichten erzählen, wie Gott die Gebetsbewegung verbindet mit anderen Bewegungen und wie der Herr, wenn Leute zusammenkommen und beten, eine missionarische, eine evangelistische Power freisetzt, die tatsächlich Leute erreicht bis an die Enden der Erde. Ich saß vor wenigen Tagen mit einem jungen Typen zusammen, ein paar Jahre jünger als ich, der heißt Jesse. Und nachdem er jahrelang in einem Gebetshaus war, hatte er den Eindruck, er soll ein Gebetshaus anfangen in Ostafrika. Und dann ist er da hingegangen und die machen auch Jüngerschaftsschulen, so wie wir, eigentlich genauso, mit dem einzigen Unterschied, nachdem die ein Jahr lang im Gebetshaus fasten und beten und geistlichen Kampf gelernt haben und die Bibel gelernt haben, werden sie ausgesendet, und zwar wohin? In einen der muslimischen Stämme, die noch nicht erreicht sind vom Evangelium. Und sie sehen Errettungen dort. Und sie gründen weitere Gebetshäuser in der Mission und senden Missionare aus. Und das passiert heute. Und dann passieren so übernatürliche Dinge, wie dass einem Imam, einem Moscheevorsteher, wie ich habe es von seinem Sohn gehört. Sein Sohn hat es mir erzählt, dass seine Familie auf diese Art und Weise zum Glauben gekommen ist. Sein Vater ist Imam, Vorsteher einer Moschee und hat eines Tages eine weiße Gestalt gesehen, die in seinen Raum kam und in seiner Mutterstammessprache mit ihm sprach, die in der ganzen Stadt, in der er lebte, keiner kannte. Ich habe gedacht, was ist das für ein Mann, woher kennt der meinen Dialekt, der nur mein kleiner Bergstamm spricht? Und dieser Mann in Weiß, der diese Sprachfähigkeit besaß, hat nur einen Satz gesagt. Und dieser Satz lautete, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dieser Imam ist an diesem Tag Jesus begegnet und hat sich taufen lassen und hat seine Moschee umgebaut zu einer Kirche. Das ist passiert. Interessant, dass Jesus nicht nur sagt, mein Evangelium von meiner großen Liebe wird auf der ganzen Welt verkündet werden, sondern es ist so, dass Jesus sagt, dieses Evangelium vom Reich wird verkündet werden. Weißt du, es gibt ein Evangelium, das nicht das Evangelium vom Reich ist. Es gibt das Evangelium vom netten Gott, der dir hilft. Das ist schon viel besser als nichts. Aber es ist noch nicht das Evangelium vom Reich. Das Evangelium vom Königreich ist, dass Jesus König sein will über alle Bereiche deines Lebens und um den Ort, in dem du lebst und um deine Umgebung. Und dass dieser gleiche Jesus in Herrlichkeit kommen wird, um seine Herrschaft in Vollmacht aufzurichten. Das ist das Evangelium vom Königreich. Und von diesem Evangelium sagt Jesus Folgendes. Das ist der berühmte Missionsbefehl. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Er sagt nicht nur, geht nun hin
und druckt Bibeln überall, das ist schon sehr gut. Er sagt, macht sie zu Jüngern. Und erstaunlich ist, hier wird gesagt, nicht nur geht zu einzelnen Menschen hin, sondern zu Nationen. Jesus hat Sehnsucht danach, dass ganze Nationen, also auch im Bereich von Politik, im Bereich von Wirtschaft, im Bereich von Medien, geprägt werden mit diesem guten Geist der Herrschaft Gottes, von dieser Liebe Jesu Christi. Schaut mal, der Fokus von diesem Evangelium ist nicht defensiv. Das ist nicht irgendwie, wir versuchen so ein bisschen zu überleben oder und Religion ist ein bisschen so eine Privatangelegenheit. Dieser Fokus ist offensiv im positiven Sinne des Wortes. Nicht, dass wir Menschen angreifen, sondern dass wir wollen, dass dieses Salz und dieses Licht des Evangeliums schmeckbar wird und sichtbar wird in die ganze Nation hinein. Es ist nicht nur fürs stille Kämmerchen. Ich möchte jetzt mit euch Augenmerk richten auf die Tatsache, dass Jesus das Königreich predigt. Und er sagt, das Königreich ist nahe herbeigekommen. Das Königreich ist nicht erst was, was eines Tages kommt. Es ist jetzt schon da und ich nenne dieses Prinzip die Realität des Königreichs. Wir haben gestern Abend die Chance gegeben, dass jemand sein Leben Jesus übergibt. Wenn du dein Leben Jesus übergibst, wenn du kapitulierst vor ihm, wirst du hineingeboren in dieses neue Königreich. Viele Menschen wissen, dass man Jesus einladen kann in sein Leben. Ich habe Jesus in meinem Herzen. Ich bin klar, mein Herz ist rein, darf niemand hinein, als du, mein lieber Jesulein. Und es stimmt, Jesus wohnt in uns. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist, du wirst hineingeboren in ein neues System, in ein neues Reich und in dem herrschen neue Spielregeln. Es folgt eigenen Gesetzen. Das ist nicht so ganz einfach, weil wir sind andere Gesetze gewohnt. Deswegen macht sich Jesus so viel Mühe, Gleichnisse zu erzählen, wo er sagt, mit dem Reich Gottes ist es so wie mit dem und so wie mit dem und so wie mit dem. Und er buchstabiert durch, welche Werte in seinem Reich herrschen. Denn weißt du, jedes Reich hat bestimmte Traditionen, Werte. Jede Nation. Du kannst nach Frankreich fahren, kannst nach Spanien fahren, kannst nach Hessen hochfahren und wandelst. Oder, keine Ahnung, fährst nach Rumänien oder fährst nach Amerika und du siehst, wir haben eine Art und Weise, wie man miteinander umgeht, ein bisschen unterschiedlich. Es gibt gewisse kulturelle Werte, ein bisschen unterschiedlich. Und dann, was es auch gibt, ist eine amerikanische Botschaft. Die amerikanische Botschaft repräsentiert die amerikanische Identität und die amerikanische Nationalität in einem anderen Land. Und auf ähnliche Weise sind wir Herolde und sind wir Botschafter dieses Königreichs. Das heißt, inmitten einer Welt, die anders funktioniert, repräsentieren wir dieses Reich mitsamt seinen neuen Werten. Es gibt bestimmte Werte, die im Reich Gottes herrschen. Es gibt aber auch neue Gesetze. Und es gibt neue, das ist besonders wichtig, neue Ressourcen. Was ist eine Ressource? Eine Ressource ist etwas, auf was du zugreifen kannst. Paulus sagt wieder und wieder, früher habt ihr noch so und so gelebt und konntet gar nicht anders. Aber jetzt seid ihr in einer neuen Position. Ihr lebt in einem neuen Reich mit neuen Werten, neuen Gesetzen. Und deswegen könnt ihr auch anders leben, denn da gibt es neue Ressourcen für euch. Das bedeutet konkret, welche neuen Ressourcen bekommst du im Königreich Gottes? Du bekommst eine neue Identität. Du bekommst eine neue Heimat. So viele Menschen sind ihr Leben lang auf der Suche nach Heimat.
Im Reich Gottes bekommst du eine neue Heimat, eine neue Familie. Du bekommst neue Strategien, wie du mit Stress umgehen kannst. Früher war deine einzige Strategie, wütend zu werden oder, weiß ich nicht, dich zu betrinken oder andere zu beleidigen. Aber jetzt bist du im Reich Gottes und hast die Möglichkeit, anders zu reagieren. Und zwar nicht, weil du so stark bist und jetzt reißt dich zusammen, sondern weil das Reich Gottes Realität ist und diese Realität für dich verfügbar geworden ist. Sehr wichtig. Jesus bringt nicht nur Ideale. Jesus bringt nicht nur Ideen. So, es wäre mal toll, wenn man irgendwas machen würde. Sondern Jesus bringt eine Realität. Und es ist die Realität des Königreichs. Und dieses Königreich kommt nicht nur mit Ansprüchen, wie du solltest und man könnte, sondern es kommt mit Befähigung. Kurz erklären, Befähigung. Kurz erklären, was ich damit meine. Jesus sagt nicht nur, hier ist mein Anspruch und jetzt schau mal, wie du da hinkommst, sondern Jesus sagt, hier ist das Königreich und in diesem neuen Raum des Königreichs kannst du anders leben, als du vorher gelebt hast. Jetzt kommt der Feind und sagt dir, nee, das kannst du nicht, du bist noch immer der Alte. Und hier beginnt der Kampf des Glaubens, wo Paulus sagt, wir gehen in der Hoffnung, wir gehen im Glauben und nicht im Schauen. Denn dieses Königreich ist ein Königreich, das nur mit den Augen des Glaubens gesehen wird. Aber es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir erstmal verstehen, dass dieses Reich Gottes eine Entität ist, eine Größe, in die ich hineingeboren werde. Viele Menschen glauben, Jesus kommt in mein Herz und jetzt hilft Jesus mir, meine Lebensvision zu finden. Er hilft mir, dass ich beten kann, dass mein Ehemann besser wird. Und all das stimmt auch. Aber was eigentlich die viel biblischere Weise wäre, zu sagen, Jesus, jetzt wo ich in dein Reich hineingekommen bin, lehr mich, wie verhält man sich da? Was sind da die Spielregeln? Was ist denn mein Platz in deinem großen Ganzen? Oh, Freunde, so viele Menschen denken nur so protektiv, so schützend. Das ist meine gute Familie und ich, meine zwei Kinder, meine Frau und ich und unser Häuschen. Und jetzt laden wir Jesus noch mit ein, der hilft uns gut über die Runden zu kommen. Das stimmt auch, das hilft er, aber das ist unter deinem Niveau. Du könntest auch sagen, Herr, hier sind wir kleine, gebrochenen, mittelmäßigen Menschen, aber du hast uns reinberufen in dieses unglaubliche, großartige Reich, was du weltweit tust. Jesus, wo ist denn mein Platz da drin? Es geht ja nicht um Selbstverwirklichung, wer ist denn an sowas interessiert? Wenn du so ein unglaubliches Reich siehst, dann kannst du nur sagen, wow, da will ich unbedingt mit dabei sein. Wo soll ich da hin? König, befiehl du, ist mir total egal, wohin ich gehe. Soll ich in irgendein anderes Land gehen? Soll ich hier dienen? Wo soll ich mich hineinwerfen? Herr, was tust du gerade weltweit und wo kann ich mich hineinwerfen? Freunde, das ist die eigentliche Haltung eines Jüngers. Das Reich Gottes kommt mit einer Befähigung, wie ich gesagt habe. Das Reich Gottes kommt aber dadurch auch nicht intellektuell. Jesus hat, so wie Paulus gearbeitet hat und auch wie er seine Jünger ausgesandt hat, er hat sie nicht ausgesandt, erklärt es so lange, bis alles Sinn macht, sondern er hat sie konfrontiert und vor eine Entscheidung gestellt. Das heißt nicht, dass wir hartherzig sein sollen, aber das heißt, dass es im Herzen sich was öffnen muss, damit du dich für dieses Reich öffnen kannst. Ein Herold überzeugt eigentlich nicht. Ein Herold verkündet einfach, sagt, Freunde, das ist Fakt. So sieht's aus. Und jetzt bist du vor eine Entscheidung gestellt. Aber er sagt auch, siehe, ich gebe euch Vollmacht. Ich gebe euch Vollmacht zu verkünden. Freunde, unterschätze nicht,
die Vollmacht des simpel gesprochenen Wortes. Dann denkst du dir, aber ich weiß dann nicht, wie ich das alles erklären soll. Das weiß ich meistens auch nicht. Aber die simple Verkündigung des Wortes hat schon Kraft. Jetzt, wie kommt man in dieses Königreich? Man kommt in dieses Königreich durch eine radikale Kapitulation. Ich habe das bewegt gestern, das Zeugnis von Josef, beispielhaft. Jesus kommt da ins Spiel, wenn wir am Ende sind. Deswegen ist die Gefahr für uns fromme und gute Menschen so groß, dass wir eigentlich nie am Ende mit unserer Weisheit sind, weil wir dann sagen, jetzt lesen wir noch ein weiteres Buch und dann hilft es schon. Diese Haltung der Kapitulation ist für die Sünder und die Junkies und die Prostituierten meistens viel leichter zu ergreifen wie für andere Menschen. Jesus antwortet, wie man hineinkommt zu Nikodemus. Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wow, das ist ein bisschen auer. Er kann es nicht mal sehen. Es wird Leute geben, auch hier unter uns vielleicht, die hören sich das an und sagen, das ist alles nur geistlicher Blabla. Das ist irgendwo da oben, das ist völlig surreal. Und wenn du jetzt so denkst, kann ich dir nur sagen, dein Herz hat nicht kapituliert an der Stelle. Ja? Du kannst im Glauben das nur sehen, wenn du kapitulierst und sagst, Jesus, es gibt Dinge, die ich nicht verstehen kann, aber mein Verstand ist nicht die oberste Instanz in allem. Die Augen des Glaubens sehen weiter als die trübe Lampe des Verstandes. Aber Eintritt in dieses Reich gibt es nur durch Kapitulation. Um genau zu sein, ist die Haltung, von der ich gestern sprach, der offenen Hände, das ist die Haltung des Königreiches Gottes. Was wichtig ist, ich habe das vorher schon kurz angerissen, der Fokus, den Jesus in alledem hat, ist kein negativer. Wir Christen neigen dazu, in eine Haltung zu kommen, Welt da draußen ganz böse, wir hier, the happy few, wir sind ein paar, denen geht's gut, wir müssen uns verteidigen vor dem Bösen da draußen. Der Fokus von dem hier ist ganz anders. Also mal Frage, wie viel Angst hat die Suppe vor dem Salz? Die Suppe denkt sich, wow, endlich mal ein bisschen Salz. Und wie viel Angst hat die Dunkelheit, wie viel Angst hat das Salz vor der Suppe, wollte ich fragen. Wie viel Angst hat das Licht vor dem Dunkeln? Also wenn du sagst, du hast einen großen Strahler und du sollst damit in einen dunklen Raum, aber dann sagt der Strahler, keine Ahnung, ob ich neben dieser Dunkelheit bestehen kann. Was mache ich, wenn die Dunkelheit mich übermannt? Nee, es funktioniert andersrum. Weißt du, wenn du diese Halle beleuchten willst, dann musst du nicht die Finsternis austreiben und ihr im Namen Jesu gebieten oder du musst auch nicht Angst haben, dass du dann auch finster wirst. Nein, du drückst auf den Lichtschalter, das Licht geht an. Die Finsternis hat sich erübrigt. Es ist kein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Da ist noch ganz dunkel und da ist hell und langsam wird das Licht immer stärker und es setzt sich nach und nach durch. Nein, Licht, bam, Dunkelheit aus. Das heißt, der Fokus von Jesus ist ein angstfreier und ist ein absolut nicht defensiver. Die Welt da draußen ist nicht böse. Die Menschen da draußen sind eigentlich auch nicht böser und schlechter als so Typen wie du und ich. Sind etwa das gleiche Kaliber. Ja? Nur sie kennen Jesus noch ein bisschen weniger. Und es ist die höchste Zeit, dass sie ihn kennenlernen. Aber das Reich Gottes ist nicht gebaut dafür, dass wir uns einbunkern und einigeln, sondern es ist ein offensiver Fokus. Und offensiver Fokus bedeutet, wenn du die Nachrichten anschaust, wenn du im Auto aus dem Fenster schaust und ein Geschäft siehst oder eine Tankstelle siehst, Jesus hat eine Meinung über die Menschen, die dort leben. Jesus hat eine Meinung über die Menschen, die dort arbeiten. Ihm ist es nicht wurscht. Er sehnt sich danach, dass sein Reich Gottes manifest wird in all diesen Orten. Jesus sagt, 5,13, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr. Es wird weggeworfen, von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.
Ihr Lieben, das ist nicht selten, es ist unsere Versuchung zu glauben, dass indem wir allein etwas sagen, uns hört ja keiner. Ja, die Welt ist ja so böse und die wollen alle nichts von uns wissen. Ja, aber schau mal her, Salz hat einen Einfluss auf die Gesellschaft, auch dort, wo Leute gar nicht sagen, okay, ich nehme das jetzt an. Salz hat eine konservierende Funktion für eine Speise. Das heißt, früher hat man Sachen eingesalzen, um sie haltbar zu machen. Und wenn wir als Christen auch heute in Europa unseren Mund nicht aufmachen, passiert etwas Negatives mit der ganzen Gesellschaft. Ne, manche Leute sagen, ja du, die Leute draußen in der Welt, die sind ja keine Christen, da kann man von ihnen auch nicht verlangen, dass sie nach christlichen Werten leben. Also Staat und Kirche sind ja getrennt und so als Gemeinde können wir das schon sagen, aber in der Gesetzgebung, nee, ist nicht so, ist nicht so. Wir sind Salz der Welt. Und wenn wir unsere Stimme erheben, wird das Auswirkungen haben. Letztendlich, worum es geht hier, ist dieses Eingesetztsein als Herold. Ein Prinzip des Reich Gottes und das lautet Kraft des furchtlosen Wortes. Wir leben in Zeiten, wo es immer weniger gern gesehen wird, wenn man einfach nur die Wahrheit ausspricht. Man wird dann stigmatisiert. Stigmata sind was Interessantes. Das sind einfach Schimpfwörter, die sagen, ich will dir jetzt nicht mehr zuhören. Ja, weil wenn du so heißt, dann höre ich dir jetzt einfach nicht mehr zu. In Amerika in den 50er Jahren war dieses Schimpfwort Kommunist. Wenn du gesagt hast, ich bin dafür, dass wir die sozialen Systeme ein bisschen verbessern, haben die Leute gesagt, Kommunist. Und schon musste ich das nicht mehr anhören. In der DDR und in der UdSSR hieß es, du bist ein Reaktionär oder du bist ein westlicher Spion und schon musste man deine Argumente nicht mehr hören. Es gibt auch heute ähnliche Schimpfwörter, wenn man einfach sagt, das ist ein... Ist witzig, du kannst auf einer Bühne stehen und sagen, ich finde es super, dass es Mann und Frau gibt und dass die Kinder kriegen, dass die Familie so toll ist. Du sagst das, dann giltst du als ultrakonservativ. Ja, du bist ultra- oder rechtskonservativ oder ultra-rechts. Das sind Schimpfwörter, wo wir die schrecklichsten mentalen Bilder vor Augen haben. Und das heißt, okay, dem kannst du nicht mehr zuhören. Ein Fundamentalist. Ja, jemand ist islamophob. Ja, der hat eine Phobie, das Wahnsinn. Ja, weil er sagt, ja, wir müssen über ein paar Themen reden in der Gesellschaft. Und du bist homophob, ja, du bist total voller Phobie, ich habe so viel Angst vor Schwulen. Nein, ich finde es richtig toll, dass es Ehe von Mann und Frau gibt und das will ich in den Mittelpunkt stellen. Wenn du das sagst, bekommst du ein Schimpfwort und zwar aus einem einfachen Grund. Und der Grund ist von keinem besser beschrieben worden als von George Orwell. George Orwell ist der Autor dieses sagenhaften Buches 1948, wo er so eine 1984, genau, 1948 geschrieben, genau. Und er sagt, during times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act. Das heißt auf Deutsch, in Zeiten der allgemeinen Verblendung ist das Sagen der Wahrheit ein revolutionärer Akt. Und so ist es. Wir haben nicht nur, wenn Leute sagen, die Leute hören uns doch gar nicht zu und es polarisiert doch nur noch mehr, wir brauchen doch Männer der Mitte. Ja, da haben wir eigentlich schon ziemlich viele. Da will ich gerne meinen Freund Bonhoeffer zitieren. Er hat geschrieben in seinem Kampf um Wächteramt und Bekenntnis der evangelischen Kirche 1933 unter Hitler. Es muss endlich mit der theologisch begründeten Zurückhaltung gegenüber dem Tun des Staates gebrochen werden. Es ist ja alles nur Angst. Tu deinen Mund auf für die Stummen, Sprüche 31. Wer weiß denn das heute noch in der Kirche? Das ist die mindeste Forderung der Bibel in solchen Zeiten. Bonhoeffer sagt, es gibt ein Wächteramt der Kirche, Sachen beim Namen zu nennen. Es gibt eine moderne Lüge und die lautet, wenn du nicht mit jemandem übereinstimmst, dann hasst du ihn. Ich weiß nicht, woher die kommt,
Aber es ist total das Gegenteil von dem, was Jesus gelebt hat. Jesus hat nämlich gesagt, du, ich liebe euch total und außerdem ihr Schlangenbrut. So. Das hat Johannes der Täufer gesagt. Jesus hat einerseits den Leuten total deutlich aufgezeigt, wo ihre Probleme sind und hat sie gleichzeitig geliebt. Und in der heutigen Zeit ist es so, die Bibelstelle, die jeder Nichtchrist weiß, die lautet, richtet nicht. Sollst niemanden richten, weil das wollen wir auf gar keinen Fall. Ja, alles andere, was sonst noch im Evangelium über die Wahrheit sagen steht, das vergessen wir ganz schnell. Aber unsere moderne Gesellschaft hat eine Lüge geglaubt und die lautet, wenn du nicht mit mir übereinstimmst, dann liebst du mich nicht. Und was wir als Reich Gottes Menschen lernen dürfen ist, ich stimme nicht mit dir überein, überhaupt nicht. Aber ich liebe dich. Weil so hat Jesus gelebt. Jesus ist dahin auf die Welt zu den Zöllnern und Sündern, hatte eine super Zeit mit denen, hat gegessen und da hat der eine gesagt, du, wie findest du eigentlich mein Lebensstil? Und Jesus total unter aller Sau. Du müsstest alles komplett ändern. Kann ich noch was von dem Wein haben? Und dann so... Und dann sagt Zachäus, ja, okay, weißt du was, ich mach das jetzt. Gell? Ich gebe mein ganzes Geld weg und ich spende. Und sagt Jesus, ja, das ist gute Entscheidung. Schau, aber Jesus muss sich dafür nicht verbiegen. Jesus sagt nicht vorher, ja, man muss es nicht so eng sehen. Man kann die Bibel auch liberaler auslegen, wie das ist mit Zöllner sein. Jesus ist völlig straight an dem. Also, wir lieben und annehmen die Menschen, weil sie etwa genauso schlimme Sünder sind wie ich auch. Weißt du, manche Sünden sind wahnsinnig sichtbar, da wenn bei einem rauskommt, dass er sich die Kinderpornos reinzieht, sagen alle bäh. Ja, ich habe andere Sünden, die sind unsichtbarer und sind sie weniger schlimm? Ich weiß nicht, ich bin nicht derjenige, der das beurteilen kann. Ich habe Liebe und Annahme in Jesus erfahren, bin hier in einem Saal voller Sünder, die die unglaublichsten Sachen tun, wenn sie alleine sind. Ja, und Jesus liebt uns und vergibt uns. Es geht nicht, es ist nicht unser Job, mit dem Finger auf andere zu zeigen, aber es ist unser Job zu sagen, was Sache ist. Und deswegen sage ich dir, mach den Mund auf.